Hallo Leute, willkommen zurück hier in Shandala bei Magic 2014. Heute soll es gegen Elorenz Dickicht gehen. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Du erreichst das Tageslicht und schmeckst die salzige Seeluft, aber zwischen dir und der von Shandra beschriebenen Küste liegt eine schier endlose Weite. Dicht bewachsen mit dornigem Gestrüpp, während du noch überlegst, welchen Weg du einschlagen sollst, bewegen sich die dornigen Ranken auf dich zu. Na gut, die Begegnung wird direkt gestartet. Und was haben wir diesmal so für Karten? Oh, ein zusätzliches Land darf man hier mitspielen. Immer wenn wir ein Land... Oh, sehr schön. Die Kartenhand wird mal wieder behalten, Leute. Und es geht direkt weiter hier. Ja, Moister Shane. Also das sieht mir wieder nach einer recht interessanten Kartenhand aus. Wir dürfen natürlich gespannt sein, was das jetzt hier für Sachen spielt. Oh, der kommt jetzt gleich mit einer Kreatur, glaube ich. Eine 0-3er, eine Rankenmauer, hat Reichweite, kann also auch fliegende Kreaturen abblocken. Okay, mal schauen, ob der sich jetzt so einmauern wird. Ich hoffe mal nicht. Gut, dann würde ich sagen, den spielen wir noch. Und dann geht's weiter. Was habe ich jetzt hier gezogen? Zwangsverpflichtung. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält 10-10, vernichtet 2 und verursacht Trampelschaden. Alter Verwalter, ey. Was war das für eine Verzauberung? Keine spontane, ne? Nö, schade. Das wäre natürlich Pornopied, ey. Aber was will man erwarten? So, jetzt kommt hier aber schon mal was anderes. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine 1-1-Marke auf das Kletterranken-Kutzdu. Okay, ist auch eine ziemlich nette Karte, muss man ja mal sagen. So, jetzt darf ich hier ein Land spielen. Jetzt ist die Frage, den hier müsste ich ja dann nächste Runde spielen können. So, jetzt dürfen wir aber noch ein weiteres Land nehmen. Dann nehmen wir das hier vom Deck natürlich runter. Weil das auf der Hand haben wir eh sicher. Und dann ziehen wir nächste Runde hier eine Kreatur. Und ich denke mal, das gefällt uns doch dann ein bisschen besser. So, jetzt hat er schon eine 2-2-Kreatur. Könnte theoretisch angreifen, aber ich könnte dann blocken. Blocken wir? Nö, erstmal nicht. Scheiß drauf, den blocken wir nicht. Den Typen will ich behalten. Da darf ich nämlich immer 2 Länder spielen und das könnte uns nochmal ganz entgegenkommen. Schnappende Kriecher. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält der schnappende Kriecher bis zum Ende des Zuges Wachsamkeit. Nice. Also der ist auch auf Länder bekommen spezialisiert. So, jetzt spielen wir aber erstmal den. Und spielen danach das Land, damit wir noch eine 1-1 Saiblingskreatur bekommen. So, sehr schön. Der Angriff wird übersprungen. Wie viele Länder brauchte der? 7. Wie viel habe ich? 6. Oh, vielleicht kriege ich ja noch ein Land gleich. Das wäre natürlich geil. Greift er an? Nee, er greift nicht mehr an. Aber er spielt noch einmal so eine Rankenmauer. Na gut, lassen wir ihn halt den Spaß und gönnen ihm diese Rankenmauer. Was soll er tun, was er nicht lassen kann? So, jetzt sollten wir überlegen, ob wir das spielen. Ja, komm. Da bekommen wir ja nur wieder Länder nachher durch. Das gefällt mir. Jetzt spielen wir erstmal das eine Land hier. Bekommen nochmal eine 1-1er-Kreatur dadurch raus. Und dann geht's erstmal weiter. Okay, erstmal wird der Angriff übersprungen. Können momentan nicht so viel ausrichten. Der kann zwar auch nur in Anführungsstrichen 5 Schaden, na gut, jetzt 6 Schaden anrichten, aber hey. Er greift nicht an, auch nicht mit der 4er-Kreatur. Und er bringt die gleiche Karte, die wir auch haben, dass er dort einen Kreaturenstein reinbringen darf, wenn er ein Land spielt. So, jetzt spielen wir natürlich erstmal ein Land. Oh, guck mal hier, da können wir direkt noch ein weiteres Land spielen. Wie geil ist das denn? So, dann spielen wir halt natürlich noch ein weiteres Land. Und dann würde ich sagen, holen wir uns da auch noch Länder, oder? Kostet ja nichts. Oh, guck mal, wie viele Kreaturen wir jetzt schon kriegen, ey. Das ist echt krank. So, sehr schön. Und jetzt spielen wir den hier, oder? Ja, spielen wir den. Der gibt jetzt nochmal 7 Lebenspunkte dazu. Und wir haben eine mega dicke Armee. Oh, ich könnte noch das hier machen, dass ich eine Karte ziehen darf.
Und dadurch, dass ich die Karte gezogen habe, wurde hier noch ein Land frei. Das heißt, wir spielen noch ein weiteres Land. Bekommen noch eine weitere Saiblingskreatur. Was ist das nochmal? Alle farbigen bleibenden Karten zerstören. Ne. Das machen wir nicht. Das kann ich euch sagen. Das machen wir nicht. Wir überspringen den Angriff nochmal eine Runde zumindest. Boah, haben wir mega viele Verteidiger. Das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Und gleich mache ich einen Mega-Angriff. So. Ah, er kommt nochmal mit dieser Kreatur raus. Dass er auch wieder die Saiblingskreaturen bekommt. Und natürlich spielt er ein Land. Die eine Kreatur wird stärker und er bekommt zwei Saiblingskreaturensteine. Aber das ist gar kein Problem für uns, meine lieben Freunde des guten Geschmacks. Wir spielen erstmal ein Land, bekommen auch wieder mal so ein Dingens. Jetzt überlege ich, spiele ich den hier? Oder verzaubern wir den ein? Ich würde sagen, wir verzaubern den ein. Der hat eh schon Trampelschaden, dann würde ich gerne dem hier auch Trampelschaden geben. Wie viel Schaden kann er machen? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 13 Schaden kann er machen. Das heißt, er könnte den genau töten. 13 Schaden. Oder wir geben dem, dann hätte der 17, dann kann er nämlich den nicht töten. 1, 2, also 6, 7, 8, 9, 10, 15. 15 Schaden sogar. Ja gut, dann verzaubern wir den hier. Der hat dann auch Vernichter. Das ist auch schon mal sehr nice. Und dann würde ich sagen, wir greifen mit denen hier allen an, oder? Alle Saiblingskreaturen können angreifen. Die hier bleiben bestehen. Und jetzt muss er erstmal wieder zwei Sachen zerstören. Genau, zwei Länder hat er weggeworfen. Und mal schauen, ob das schon ausreicht. 6 Lebenspunkte hat er noch, Leute. Und er hat einige Saiblingskreaturen zerstört von uns, aber es ist mir doch egal. Ich habe keine Angst vor ihm. Oh, er holt sich noch so ein. Der wieder 1-1 bekommt, wenn er ein Land spielt. Okay. So, mal schauen, ob er jetzt zum Gegenangriff ausholt. Falls nicht, dann können wir ihm nächste Runde wieder angreifen. Er holt nicht zum Gegenangriff aus, okay. So, was spiele ich denn jetzt? Entweder den hier, da würde ich wieder 7 Lebenspunkte bekommen, oder lieber den. Ja, komm, wir holen uns den. Der darf auch nur von... Der muss von mindestens 3 Kreaturen geblockt werden, das ist auch heftig. So, wie viel Schaden hat er zusammen? 6, 7, 8... Plus 6, 7, 8 macht 16, 17, 18. Wow, okay, der könnte den töten. Der könnte den töten. Überspringen wir den Angriff eine Runde. Und warten auf die nächste Runde. Da darf ich dann mit der 9er Kreatur auch noch zusätzlich angreifen. Die sollte er dann nicht vernichtet bekommen, alle. Ich meine, klar, der wird jetzt ein Land spielen. Und dadurch werden die wieder alle stärker, genau. Und er kriegt auch noch 2 Saiblingskreaturen. Also 4 Schaden bekommt er dadurch mehr, dass er ein einziges Land spielt. Das ist irgendwie auch krank, oder? Oh Mann, 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 Mann. Oh. Na, er überlegt, soll er angreifen, soll er nicht angreifen? Nein, er greift nicht an. Schade, ich hätte an deiner Stelle angegriffen. Okay, wir spielen das hier. Ich könnte wieder alle farbigen Sachen zerstören. Und jetzt überlege ich, ob ich einen Angriff wage. 1, 2, 3. Ja, komm. Wir greifen mit allen Leuten an. Jetzt muss er erstmal auch wieder mega viele Karten zerstören. Und jetzt kann er gar nicht mehr so viel blocken, oder? Wow, okay, er blockt. Dann töten wir natürlich erstmal die 7er Kreatur. Und dann den Saibling hier noch. Und hier will er auch was zerstören. Nee, nee, nee. So. Oh, den 17er blockt er gar nicht. Na gut, Leute. Er hat sowieso verloren. Wir sind mal wieder als Sieger hier aus diesem Duell heraus gegangen. Und ich würde sagen, wir können jetzt gleich gegen den Remasuri-Schwarm antreten, oder? Machen wir das anders. Moment, wir können uns erstmal kurz anschauen, was für eine Karte habe ich jetzt eigentlich bekommen. Deckverwaltung. So, wo glitzert's denn? Hier hinten glitzert's. Was habe ich hier? Oh, shit.
Du hältst für das Land, das du kontrollierst, einen Lebenspunkt. Oh Mann, das ist nice. Habe ich hier hinten, war doch irgendwo noch eine neue? Nee, noch nicht. Ich bin gespannt, was der noch bekommt. Lass uns mal die letzte Karte anschauen. Einfach nur so just for fun. Bestimme 1. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Kreaturenkarten. Nimm sie auf die Hand und mische deine Bibliothek. Oder bringe bis zu 2 Kreaturen aus deiner Hand ins Spiel. Oh, das ist heftig. Also der bekommt noch eine ziemlich nette Karten. Das muss man ja mal sagen. Na gut, okay. So, wir müssen wieder zurück nach Chandala. Und ich würde mal sagen, ja, wir machen den Remasuri-Schwarm erst in der nächsten Folge. Ich glaube, der könnte ein bisschen länger dauern. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hier gegen den Predator geht. Seid gespannt, was der so drauf hat und ob er auch ein Alien beschwören wird. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Mach's gut. Ciao.